Ist nicht bösartig gemeint, dieses Kasperle tatsächlich, weil es den wirklichen Inhalt eben treffend ausdrückt. Das muss man auch ertragen. Dann, oder? Es ist ja tatsächlich so, wie auch wissenschaftlich nachgewiesen, Karwin Barwe unter anderem, dass eben diese Richtungen mit dem Placebo-Effekt, mit dem so tun, als ob arbeiten. Und das ist eine Sache, die wir sonst auch eben auf der Bühne im Schauspiel oder im Kasperlespiel antreffen. Auch drogengesteuert zum Beispiel mit diesen unhaltbaren Qualitäten des Wahrnehmens in Drogen. Das ist Ralf Metzner sagt das hervorragend, oder? Und wird halt ausgeblendet, auch Lucius Wertmüller. Schaurig, schaurig aus unserer Sicht und schon ganz schlimm eben, weil wir sehen, wie das eben auch dann sich weiterentwickelt zum Zustand unserer Welt. Deshalb entschuldigen Sie halt auch manchmal gewisse, ein bisschen vielleicht grob anmutende Wortwahl, oder? Kasperle, ich nehme das in Kauf, auch mit der Möglichkeit eben auch zu erklären, weshalb ich überhaupt, sonst könnte man sagen, es sind eben auch Mörder, oder? Wenn es dann schlussendlich zu Krieg führt. Aber das denke, ein Kasperle ist dann irgendwie noch erträglich zu sein. Und wenn man eben weiß, wie es eigentlich sein müsste, also muss mir niemand sagen, wie Carlo zum Stein, Schweizer Radio und Fernsehen, alles ist ein Kreis, oder? Das ist natürlich die Katastrophe für jemanden mit einem wissenschaftlichen Geist. Und ich habe das so bei mir eben so eintrainiert, das kann man. Ich nehme wahr aus den Träumen, aus meinen Visionen. Das läuft jetzt hier laufend auch rein, wenn ich nicht zu schnell bin. Und wenn ich halt auch aushalte, dass ich mal nicht weiß, was ich sagen muss, dann könnte es bei einem Video auch noch rausschneiden. Es gäbe sonst im natürlichen Kontext die Möglichkeit, jemanden anzusprechen, oder ich bin ja jetzt laufend am Produzieren, das ist ein jahreslanges Training auch. Aber ich habe dann gelernt, die Wahrnehmung, und dann mache ich wissenschaftliches Film, also der wissenschaftliche Geist, habe ich dem sonst auch gesagt. Da kann man genau die gleichen Denkmuster anwenden, Kriterien anwenden, wie bei einer in der Naturwissenschaft oder in der Mathematik oder bei dieser Informationsquelle halt, oder? Das ist es. Und das ist dann, hat dann mit Religion und Glauben und Vertrauen, also Vertrauen braucht es dann halt schon auch in seine Methode, oder? Ohne Vertrauen wird es dann schon schwierig, oder? Dann ist man dann wirklich nur noch ein guter alter Nihilist. Wie weit man damit dann kommt, das möchte ich hier an dieser Stelle jetzt nicht untersuchen. Nachher kommt, und das war immer natürlich schon so, dass wir den Verstand oder den Sachverstand und die materiellen Notwendigkeiten einbezogen haben. Sonst wären wir nicht überlebensfähig gewesen. Das ist eine so harte Kategorie von uns selber, oder? Die müssen wir dann wieder dazunehmen. Und dann eben den sozialen Geist. Man kann nicht zu jeder Zeit und zu allen alles sagen. Sonst wird man abgeführt, oder? Wenn ich jetzt nur schon auch in unserer heutigen aufgeklärten und Anything Goes Zeit, oder wenn ich nur schon jetzt, oder, das ist übrigens, das ist